So, hallo und willkommen zu einer weiteren Runde von Battle for Blood. Epic Battles within 30 Seconds. Und im letzten Part haben wir so lange hier bei Level 20 gehangen. Und ich denke einfach mal, dass wir irgendjemanden rausnehmen sollten. Einfach aus dem Grund, weil man dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit hat, dass da vielleicht ein bisschen mehr kommt. Zum Beispiel, wenn ich den rausnehme, haben wir natürlich noch nicht genug. Aber wenn ich den rausnehme, geht's immer. Bei der man natürlich mehr Schaden hat, natürlich auch mehr Leben. Probier es einfach mal so. Mal gucken, ob wir damit überhaupt weiterkommen oder ob das überhaupt nicht funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das werden wir alles noch gucken. Deswegen auch noch kurz gucken, was für Züge möglich sind. Sind natürlich schon einige. Einfach mal so. Dafür haben wir ein paar blaue. Dann haben wir noch Magier. Noch einen. Ich glaube, ich habe überhaupt keine Chance gegen die. Wenn ich so mache, wie ich es gerade mache. Kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob die Runde gut verläuft oder schlecht. Ich meine, gerade eben, oder beziehungsweise jetzt, sieht es eigentlich ganz gut aus. Und da habe ich kein Problem damit. Okay, den runter. Einmal rüber. Aber jetzt sieht's, wobei jetzt sieht es eigentlich auch noch gut aus. Jetzt sind wir noch weiter vorne. Das kann man, wenn wir so viele Magier haben. Liegt auch daran, weil die natürlich sehr viel mit heilen. So viele Truppen kann ich gar nicht beschwören, wie die gerade heilen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so gut bin. Dass diese Runde gut verläuft. Nein, jetzt haben wir. Wir sind immer noch ganz weit vorne. Ich meine, jetzt sind es immer noch gute Runden, die wir machen. Vor allem, wir verlieren auch kaum Leute. Und jetzt ist schon wieder das Ende. Dass wir gucken, ob wir das jetzt einfach schaffen. Und jetzt sind schon wieder die Blöcke hier gekommen. Den gucken, ob wir noch irgendwie blaue bekommen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Bin schon weiter vorne. Aber natürlich werden noch viele Leute erledigt. Aber ich finde, momentan sieht es ganz gut aus. Meine Truppen sind immer noch weit vorne. Und die haben gerade noch geschafft, den Zug. Die Zeit ist vorbei. Aber so wie die gerade heilen hinten, die Magier und die Bogenschützen, das geht eigentlich ganz gut aus, glaube ich. Und was wir im letzten Part nicht geschafft haben, schaffen wir jetzt einwandfrei. Das nochmal. Oh, schau, schaffen wir es nicht. Doch, der ist gleich tot. Leider keine Züge mehr. Aber komm, das schafft ihr doch. Ja, der ist tot, das heißt, man muss diese Burg eigentlich zerstören. Und wir haben gerade mal 3800 Gold damit bekommen. Einfach 3000, weil wir einen Award haben. Das heißt, Stage 20 haben wir geschafft. Und können jetzt in ein neues Thema rein. Natürlich kann ich die 5000 Gold jetzt ausgeben, was ich gerade alles habe. Den habe ich rausgenommen. Das war wieder ganz gut, dass ich den rausgenommen habe. Deswegen könnten natürlich mehr Blaue raus, weil ich nur Zeitlimit habe. Und weil diese Blauen nicht verwirren und sowas. Vielleicht lasse ich euch mal draußen. 30. 27. Ich meine, die sind natürlich auch gut. 73 ist natürlich viel. 25. Ich meine, irgendwie muss ich das Geld ja ausgeben. Ja, mal hier. Ich gebe halt doch noch auf den. Und vielleicht gebe ich dir auch noch ein bisschen Rüstung. Beziehungsweise ein bisschen Leben. Nicht Rüstung, sondern Leben. Und da soll ich demnächst mal das Gold upgraden, was man bekommen könnte. Und 21, wir sind ready. Können aber noch einen nehmen. Okay, solange die Balken noch nicht voll sind, können wir einen nehmen. Wollen wir einen nehmen? Habe ich den nicht gerade gelevelt? Ich meine, der ist Quatsch. Den hätte ich da nicht mitnehmen müssen. Wisst ihr was? Ich probiere es einfach so. Entweder es klappt oder es klappt nicht.
Dafür haben wir kein Geld mehr für den Rest. Ja, entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Oh, das sieht so aus, das Level. Schon klasse, das will. Und kann ich gar nicht. Ja, okay, so. Die Züge sind auch wieder begrenzt. Ich will eigentlich die besten nur nehmen. Was sind das denn für Leute? Okay, der war ganz gut. Oh, das löst gerade richtig viel aus. Und der letzte Zug. Keine weiteren Züge mehr. Aber das sieht eigentlich gut aus. Aber einer von denen macht richtig viel Schaden. Ich glaube, das war der Rote. Der meinen ganzen Leuten weggeworfen hat. Vielleicht noch ein Magier dann. Weil erstmal den rüber. Dann nehme ich nach oben. Dann hat er nämlich doppelte. Deswegen muss ich mal gucken. Erstmal müssen die das aber erledigen, bevor ich da überhaupt was machen kann. So, den jetzt nach oben. Da gab es nämlich einige Leute gerade. Komm, blauen ist immer gut. Der rutscht leider nicht ganz nach unten, dass ich da was machen könnte. Aber ich kann auf jeden Fall noch so. Und keine Züge mehr. Aber jetzt sind wir weit vorne, nicht so wie eben. Wir haben jetzt noch ein paar Leute. Und der nächste Zug, beziehungsweise die nächsten Züge. Okay, habe ich gar nichts mehr gesehen. Oh, schade, ich wollte den eigentlich drüber machen. Wobei, wenn ich den unten mache, einen nach oben, den nach unten, das ist besser. Der rutscht hier automatisch hoch. Deswegen gar nicht drüber, als würde ich mir alles verbauen. Aber wir können doch sagen, wie viele Züge ich habe. Okay, ach, das geht. Nehme ich den jetzt rüber. Oder hätte ich einen anderen nehmen müssen, ich weiß nicht. Okay, das war auch schlecht. Aber, okay, kommen natürlich viele Leute raus. Kann man ein bisschen Schaden machen. Damit die vielleicht ein bisschen besser sind. Ich kriege eh viel Geld, von daher ist es egal, was ich hier mache. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich meine, so viele Archer, die ich habe, die kann ich von denen eigentlich schon verteidigen. Achso, ich kann ja beschleunigen, habe ich gar nicht gedacht. Aber das ist schon. Aber wir haben es geschafft und kriegen noch sehr viel Punkte. Und wir haben 2450 Gold. Was wir jetzt eigentlich gar nicht ausgeben müssen, weil ich glaube, das schaffen wir auch so. Und deswegen mache ich einfach mal weiter mit Stage 22. Wie ich gerade sehe, dass überhaupt der Weg total grau wird. Hier am Anfang war blau. Hier war gelb und jetzt ist eigentlich ganz grau. Und hinten kommt das Eislevel. Was uns da erwartet, bin ich mal gespannt. Und wir starten. Und sind ja jetzt schon bei rund 8 Minuten. Für ein Level natürlich. Ne, 2 sind es doch, oder nicht? Gut. Den kann ich natürlich machen. Den. Ich bin nur 6 Züge. Achso, die Steine gehen dann kaputt. Das ist gut. Wenn man einen Zug daneben macht, gehen die Steine also kaputt. Muss ich mir merken. Für den nächsten Level. Jetzt habe ich auch noch kaum Steine hier, von daher ist eigentlich ganz gut. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Da fällt doch noch ein bisschen in die Stärke investieren von den anderen. So, den kann ich jetzt da machen. Da haben wir hier und runter. Und den vielleicht noch so. Kann ich den nicht rüber machen. Und den noch. In der nächsten Runde kann ich noch einen Heiler holen. Und aber nur einen. Das war den hier. Und ich mache es einmal so. Hole ich mir erstmal einen Archer. Das sind eine Art 3 Stück. Also eine 4er Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt. Ich glaube 3 Stück. Und stelle trotzdem runter, dann kann ich den drüber machen. Sonst würde ich den das irgendwie verbauen. Wobei, ne. So. Wird es auch funktionieren. Und ich will nach unten, nicht zur Seite. Möchte ich gerne so.
Und die vier aufeinander. Und den blauen. Und einmal den hier. Und die Züge sind ausgegangen. Und mal gucken. Das haben wir leider verloren. Schade eigentlich. Nur 350 Gold, deswegen einmal Upgrades und gucken. Das habe ich ja schon eben gesagt, dass es nicht ganz so viel bringt. Hier habe ich glaube ich gar nicht mehr drin. Aber vielleicht sollte ich wieder rein tun. Ich glaube, den habe ich auch nicht drin. Ich würde einfach sagen, ich gebe den nur noch ein bisschen hiervon. Ach schade, 2000 habe ich nicht ganz. Aber ich kann von 250 auf 1000, da habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Chance, dass ich da irgendwie vielleicht noch ein bisschen die Gegner abhalten kann. Deswegen gucken wir einfach mal. Gehen wir ins Level und holen wir vielleicht die noch dazu. Die Leute, ich meine, die machen mehr Schaden. Die haben natürlich mehr Leben. Aber ich habe auch erstmal meiner Behausung, sagen wir es mal so, ein bisschen mehr Leben ja verpasst. Deswegen mal gucken. So. Der Einzug ist der. So, jetzt keine Züge mehr. Das ist nämlich doof jetzt mit so vielen Leuten. Die Verteilung lohnt ja auch ein bisschen anders. Okay, da habe ich wieder mehr Blöcke zerstört. Züge schon wieder vorbei. Es geht wirklich schnell. Wird das ändern? Ne, das wird nichts mehr ändern, wenn ich das runter mache. Zumal zur Seite. Aber das Gefühl, wir sind... Na okay, wir sind doch nicht so stark. Wenn ich jetzt keine Leute mehr habe, dann... So keine Items mehr. Ich dachte, ich habe von jedem noch einen. Okay, es dauert natürlich jetzt länger, bis sie es zerstört haben. Meins hat natürlich auch 1000 HP, die er jetzt hat. Aber nur weil ich den anderen jetzt hinzugefügt habe, sind wir schwächer geworden. Das heißt, ich muss ja vielleicht auch noch was umändern. Ich bin 19, will ich gar nicht. Ich will 22 und den doch vielleicht rausnehmen. So, von ihm nochmal ein. Dann probieren wir es nochmal. War jetzt am Anfang schon keine Züge mehr. Das ist echt lustig. Einer. Der einzige soweit. Ups, wollte ich eigentlich nicht. Wobei, okay, ist eigentlich nicht so schlimm. Der war gut. Aber noch. Zumal nach oben, nach unten würden zwei Züge gehen. Wenn ich einmal nach unten mache, würde nur ein Zug funktionieren. Dann mal lieber so. Das funktioniert auch nicht, so wie ich mir gedacht habe. Haben wir irgendwas übersehen? Ja, dafür mache ich den. Und dann einmal den. Und keine weiteren Züge. Komm, ich brauche so ein Gold, so ein Magier. Das ist schon ganz helfen, ja, das war gut. Hat meine Gebete erhört. Und das war's schon. So, der ist runtergerutscht. Das kann ich mich so machen. Und auch noch hier ein. Zwei Züge noch. Eins. Und komm, wir machen noch hier. Und noch mal ein paar Archer. Eigentlich müsste hier einer sein. Das heißt, bleibt es eigentlich gleich. Den hier. Jetzt wird es wieder kompliziert. Okay, da kommen nicht richtig viele. Aber wir sind auch fast schon am Ende. Aber nur fast. Ein bisschen Schnelligkeit.
weiß nicht, ob Schnelligkeit auf die Attacken geht, dass sie schnell angreifen können, oder ob Schnelligkeit ist, dass sie schneller vorlaufen. Weil das Vorlaufen brauche ich eigentlich nicht. Also ist ja nur für die Truppen, die hinten sind. Ich wollte gerade sagen, haben wir verloren, nee, wir haben gewonnen. Und wir haben wieder 2400 Gold bekommen. Upgrade. Ich glaube, wir würden es auch so wieder schaffen. Aber wir haben ein neues Item. A Reapon of Mass Destruction. 3500 Schaden. Das ist vielleicht ganz praktisch. Kriegen wir es auch wieder zweimal geschenkt oder kriegen wir es öfters geschenkt? Sagen wir mal, die Gold kriege ich jetzt für 2000, 50, 60. Das ist 70, ich weiß gar nicht, was das bringt. Okay, es bringt natürlich mehr Gold. Da werden die Leute mehr heilen. Ich habe auch gar nicht so viel. Na, die habe ich gar nicht drin. Und daher kann ich gerne hier noch ein bisschen mehr Leben reinhauen. Dann sage ich ganz gut. Würde ich sagen, probieren wir noch einmal Stage 23 das letzte Mal. Beziehungsweise das letzte Mal probieren wir es überhaupt einmal. Da habe ich 5 geschenkt bekommen vom Boulder. Die sind vielleicht ganz praktisch. Würde ich sagen, auch das ist schon so ein kleines Level. Kann ich den machen? Wenn ich den mache, würde er 3 zerstören. 1, 2, 3. Das würde funktionieren. Das Level ist nicht sonderlich groß, wie ich gerade sehe. Deswegen haben wir auch kaum Züge. Weil die Außendinger kann man, glaube ich, nicht zerstören. Ich glaube, die bleiben ständig massiv. Ja, bleiben sie. Ich werde auch schon gut angegriffen. So, vielleicht sollte ich jetzt den Boulder benutzen. Oder soll ich den überhaupt benutzen? Ich meine, so wie es gerade aussieht, habe ich ja kaum eine Chance. Nach unten, ne? Das Beste. Es sieht natürlich gerade ein bisschen komisch aus, nur zwei vorne angreifen, zwei hinten und ein Magier. Aber der heilt gar nicht so, nur im Kampf heilen die. Glaube ich. Gut. Oder auch nicht. So, noch hier rüber. Und keine Züge mehr. Jetzt setzen wir mal sowas ein. Ach, da rollt einer von hinten durch. Das ist gut. Aber bleibt da vorne schon stehen, wo die ganzen Gegner sind. Wir haben sehr viele Archer. Das sind natürlich auch viele hier gewesen. Wir haben keine, doch eine, zwei Personen, die vorne noch angreifen. Also sonst eigentlich nur Archer. Ja, den kann ich machen. Ja, und Stern runter. Kann ich den rüber. Ich kann auch den hier noch und den. Aber wir haben eh verloren. Oder so viele Grüne, da haben wir eigentlich keine Chance wirklich. 380, weiß gar nicht. Das Gold haben wir ausgegeben, oder? Haben wir gespart oder ausgegeben? Nee, wir haben ausgegeben. Kann ich nichts kaufen. Gut, da wir eine Runde nur probieren wollten, eigentlich keine Chance haben, würde ich sagen, war's für heute. Lasst doch eine Bewertung oder ein Abo da, vielleicht auch beides. Dann sehen wir uns morgen. Bis dahin und tschüss.